Ah, Burger King. Produzent von tolerierbaren Burgern und seit neuestem tödlicher Waffen. Ich halte diesen Milchshake-Bullshit zwar für vollkommen lächerlich, aber es ist eine gute Möglichkeit zu erklären, was ich von Politik im Allgemeinen halte. Ich halte jeden der Beteiligten für bescheuert. Ich halte die Leute, die es machen, für bescheuert. Ich halte die Leute, die es verteidigen, für bescheuert. Und ich halte die Leute, die sich darüber aufregen, für bescheuert. Ich halte mich für bescheuert, weil ich dieses Video mache. Und ich halte euch für bescheuert, weil ihr dieses Video angeklickt habt. Reden wir es einmal darüber, warum ich den Akt an sich für bescheuert finde. Zum einen ist es ein tätlicher Angriff und wie man in dem Video gut sehen kann, reagieren Leute entsprechend darauf und verteidigen sich. Und zum anderen zeugt es von unheimlicher Dummheit und Brutalität, jemandem etwas ins Gesicht zu werfen, nur weil man seine Meinung nicht teilt. Wenn ihr argumentieren wollt, tut es mit Worten, nicht mit Gewalt. Und der Grund, warum ich die ganze Diskussion darum zu für bescheuert halte, ist, dass die Seiten getauscht wären, wenn es andersrum wäre. Das heißt, wäre es jemand vom rechten Flügel oder jemand vom linken Flügel einen Milchshake ins Gesicht drückt, dann wären die Leute, die sich jetzt aufregen, da total cool mit und Leute, die jetzt total cool mit sind, würden sich darüber aufregen. Weil die Leute, die es verteidigen, es nur verteidigen, weil es ihr Stamm tut, nicht weil es an und für sich gut ist. Und so geht es im politischen Rahmen und religiösen Rahmen überall vor sich. Wenn beispielsweise irgendjemandem auffällt, dass man bei Wikipedia zwangsweise Astronautin geschrieben hat, nicht Astronaut/Astronautin, und man das irgendwie ändern möchte, gibt es lange und breite Diskussionen drüber, wo irgendwelche Hottentotten ankommen und sagen, du bist ein Trottel, weil du Fragen stellst, lösch dich. Und wenn man sie darauf hinweist, dass sie als Journalist und Autor doch vielleicht etwas mehr Klasse beweisen sollten, wird man blockiert. Weil es nicht um Fakten oder Argumente geht, es geht darum, den Stamm zu verteidigen, als wäre man eine verfickte Biene. Und wenn sich jemand fragt, warum ich von Stämmen rede, dann weil es das im Grunde ist. Christen glauben nicht wirklich, dass weltweiter Genozid was Gutes ist, aber wenn ihr Gott das macht, muss man das verteidigen. Wenn sie das in anderen Religionen ankreiden. Genauso ist wie hier bei den Milchshakes tätlicher Angriff mit einem nicht tödlichen Objekt vollkommen okay, wenn man es selber macht, aber wenn der Gegner es für einen tut, ist es irgendwie böse und muss sofort gestoppt werden. Und darum ziehe ich mich komplett aus der politischen Diskussion zurück und mache hier nur noch Shitposting und mich über Idioten lustig, wenn überhaupt mal. Weil ich meine Zeit produktiver nutzen kann, als Videos in diesem Bereich zu machen. Und mit produktiver Nutzen meine ich, ich sitze samstagabends in Unterhose vor meinem Rechner und gucke mir, was wäre, wenn XYZ Lichtschwerter hätte Videos an.